glaube, ich bin Schauspieler geworden, einfach weil ich lieber spät ins Bett gehe und spät aufstehe. Also in dem Stück Revolution geht es darum, dass eigentlich ein Mensch gezeigt wird, der gewissermaßen aus einer ganz alltäglichen, normalen Lebenssituation kommt und in die Schlingen eines mysteriösen, verführerischen Apparates gerät und in diesem Apparat aufsteigt und am Ende des Stückes feststellt, dass er nicht mehr der ist, der er am Anfang war. Und das Ganze spielt in Moskau. Michail German, die Hauptfigur aus Revolution, die du spielst, ist ein Typ, mit dem man sich an vielen Stellen identifizieren kann, sogar muss, der alles verrät, was ihn einmal ausgemacht hat, sogar in seinen eigenen Augen. Jemand, der menschliche Verführbarkeit im schlimmsten Ausmaß vorführt. Zieht das einfach so an dir vorbei? Also es zieht nicht an mir vorbei, aber es zieht durch mich durch, würde ich sagen. Jeder will nicht Durchschnitt sein, jeder will was anderes sein als Mitte oder Mittelmaß. Nicht nur 1,3 Kinder haben und in einer Eigentumswohnung leben, sondern was Großes machen. Das will eigentlich, glaube ich, jeder. Und wie macht man das? Künstler werden oder kriminell? Alles kann jederzeit ans Tageslicht gezerrt werden. Die Spuren von allem können manipuliert oder ganz ausgelöscht werden. Was könntest oder was würdest du persönlich einer solchen Welt entgegensetzen? Also in dem Roman ist die Figur Michail Opfer und dann Täter. Wird also erst gepeinigt, verfolgt, genötigt und ist später in der Position, genau dasselbe anderen Menschen gegenüber zu tun. Und damit ist die Figur Michail eigentlich uns allen sehr ähnlich, weil wir, würde ich jetzt mal behaupten, alle die ganze Zeit Opfer und Täter sind. Noch was Einfaches zum Schluss. Daniel, du bist ja noch nicht so lange in Hamburg und im Ensemble. Was schätzt du besonders an dieser Stadt? Geile, gute Luft. Den Pudelclub und dass Hamburg einem manchmal das gute Gefühl gibt, am Sonntag, Montag oder Dienstag einfach zu Hause bleiben zu können.